Ja, ich wünsche einen wunderschönen und vor allem ziemlich späten Abend. Guten Abend, begrüße Sie zur Pressekonferenz nach dem Zweitligaspiel zwischen dem Energie Cottbus und den Gästen vom 1. FC Kaiserslautern. Beide Trainer haben Platz genommen. Der Gast hat wie immer das erste Wort. Franco Foda, bitte. Ja, erstmal Gratulation an Rudi zu dem Sieg. Ansonsten ja zu unserem Spiel. Erste Halbzeit waren wir zwar auch viel im Ballbesitz, aber das Zug zum Tor hat gefehlt. Defensiv waren wir eigentlich relativ gut organisiert. Gegner hatte wenig Tormöglichkeiten, sind dann leider Gottes durch einen Elfmeter in Rückstand geraten. Aber insgesamt war unser Spiel so nach vorne, diese Zielstrebigkeit, Entschlossenheit viel zu wenig. Halbzeit haben wir dann umgestellt, haben dann etwas offensiver noch gespielt in der Raute mit Baumjohann hinter den zwei Spitzen. Hat dann sehr gut funktioniert, waren, glaube ich, auch in der zweiten Hälfte die spielbestimmende Mannschaft mit viel Ballbesitz, haben dann den Ausgleich erzielt. Und ja, dann so ein Tor nach dem Ausgleich darf natürlich nicht passieren. Wir sind klar im Ballbesitz, in der Vorwärtsbewegung, verlieren den Ball, Umschaltspiel hat nicht gestimmt, linke Seite war total offen und ja, Cottbus ist eine Mannschaft, die dann im Konter sehr gefährlich sein kann. Das hat sie gezeigt und zweite Hälfte war es trotzdem insgesamt ein gutes Spiel von uns. Wir haben einige Tormöglichkeiten kreiert, hatten auch noch ein Tor von Bunyaku, was meines Erachtens kein Abseits war. Hatten dann noch die Riesenmöglichkeit von Hoffer. Und klar, am Ende haben wir natürlich alles riskiert. Dadurch gab es viel Platz, viel Raum für Cottbus. Den haben sie dann auch genutzt. Und ja, letztendlich dann auch dieses Spiel gewonnen. Ja, vielen Dank, Franco Foda. Übergebe das Wort an Rudi Bommer. Ja, ich möchte erstmal meinen Platzwart loben. Der Platz war sensationell heute da draußen. Da kann man eigentlich auch, denke ich, sehr gut drauf spielen. Das Zweite ist, ich freue mich natürlich auch über meine Mannschaft, die sicherlich die letzten Wochen eine richtige Durchstrecke durchlebt hat, dass sie eigentlich so wieder auf dem Platz steht, mit so einer Leidenschaft eben sich präsentiert. Und da möchte ich einfach dann auch mal was loswerden. Das ist auch das, was ich immer im Vorfeld auch gesagt habe, dass wir uns leichter tun gegen Mannschaften, die sehr offen spielen, weil dann braucht man nicht so großartig überlegen. Dann gibt es einfach Räume, wo du rein musst und rein kannst. Wir tun uns immer wieder schwer gegen Mannschaften, die sehr defensiv orientiert sind, weil da einfach das Kreative fehlt. Und man muss natürlich da auch mit dem einen oder anderen jungen Spieler dann eben auch ein bisschen Geduld haben. Ich habe die Geduld, ich hoffe, dass die Leute das auch im Stadion haben, weil manch ein junger Spieler ist noch nicht ganz so fertig oder so ruhig, wie man sich das vielleicht auch vorstellt, letztendlich dann auch gewisse Dinge vorzutragen. Wie gesagt, ich freue mich über die Leistung, ich freue mich auch über die Tore, die wir gemacht haben. Ich glaube, das waren bis jetzt die meisten Tore, was wir im Stadion erzielt haben. Und wir haben noch tolle Aufgaben vor uns. Wir haben Braunschweig und Berlin noch zu spielen. Das sind super Aufgaben, das habe ich der Mannschaft auch gesagt. Und man kann auch gerade die Rückrunde auch mit solchen Spielen dann auch letztendlich vergessen lassen und kann die eigenen Fans, das ist auch das, was ich vor dem Spiel auch der Mannschaft mitgeteilt habe, wieder zurückholen. Ich glaube, das ist passiert. Das freut mich. Und ich glaube auch, dass die Mannschaft heute mit diesem Spiel auch zurecht gewonnen hat. Dankeschön. Ja, vielen Dank an beide Trainer. Es besteht eine Möglichkeit, Fragen zu stellen. Bitte um ein kurzes Handzeichen. Foda, Moetrissou hat sich von Anfang an mit dem Schiedsrichter ziemlich behakt und ständige verbale Auseinandersetzungen gehabt und hat am Schluss dann auch wohl dem Schiri nochmal gesagt, ich bin nicht schwul, das ist meine Körpersprache. Was sagen Sie denn als Trainer zu sowas? Ja, die Aussage kann ich nicht beurteilen, weil ich nicht dabei war. Also insofern weiß ich gar nicht, ob er das überhaupt gesagt hat und wer hat Ihnen das gesagt. Also bitte? Das muss er im Fernsehen gesagt Im haben. Fernsehen. Diese Aussage habe ich im Fernsehen nicht gesehen. Also insofern kann ich das auch nicht beurteilen. Was sagen Sie dazu, dass er sich am Anfang doch sehr behakt hat mit dem Schiri? Ja, die Situation am Anfang war so, es war ein klares Foulspiel an Idrissou und Schiedsrichter lässt weiterspielen, wo es nicht zum Weiterspielen gab. Und darüber hat sich Idrissou moniert, hat dann deshalb gleich die gelbe Karte bekommen, was für mich auch nicht verständlich war. Aber ja, insgesamt ist es natürlich schon so, dass die Spieler sich im Griff haben müssen und besser unter Kontrolle. Und aber die Aktion, die dann im Prinzip zu der ersten Auseinandersetzung geführt hat, war für mich eine Fehlentscheidung von Stark. Gibt es weitere Fragen?
Das ist offenbar nicht der Fall. Dann bedanke ich mich fürs Erscheinen, wünsche den Gästen einen guten Nachhauseweg. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.